Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Bull Video Magazin und dem Parkcheck zu Epcot. Im heutigen Parkcheck geht es in einen der vier Freizeitparks der Walt Disney World in Florida. Im Großraum Orlando, genauer gesagt in Lake Buena Vista, befindet sich das Disney Resort. Den Anfang macht der Disney-untypischste Park Epcot. Der 1982 eröffnete Park mit einer Fläche von ca. 120 Hektar begrüßt jährlich über 12 Millionen Gäste. Epcot ist übrigens ein Akronym für Experimental Prototype Community of Tomorrow und war die Vision von Walt Disney, eine Modellstadt der Zukunft, in der 20.000 Menschen leben sollten. Dieses Stadtplanungskonzept sah zum Beispiel vor, dass sämtlicher überirdischer Verkehr mit Monorails abgefertigt wird und Autos im Untergrund fahren. Leider wurde Disneys Vision nie verwirklicht. Neben den finanziellen Mitteln fehlte auch noch die Baugenehmigung des Staates Florida. Dieser setzte voraus, dass zuerst Magic Kingdom nach dem Vorbild von Anaheim fertiggestellt wurde. Vor der Eröffnung von Magic Kingdom verstarb Walt Disney jedoch und die Walt Disney Company entschied sich gegen die futuristische Stadt. Der heutige Park besteht aus zwei Teilen, zum einen die Future World und zum anderen die World Showcase. Wie der Name schon sagt, ist das Ganze eine Weltausstellung, die sich um den See World Showcase Lagoon inmitten des Parks zieht. Euch erwartet hier Mexiko mit typischer Kunst, dem Plaza de los Amigos, dem Restaurant San Angel Inn oder dem Ride Grand Fiesta Tour starring the Three Caballeros. Auch in Norwegen könnt ihr shoppen und speisen sowie die landestypische Architektur bestaunen. Absoluter Publikumsmagnet hier ist natürlich Frozen. Auch der Bereich für China sieht so aus, wie man sich das vorstellt. In der Mitte steht der Tempel des Himmels, der den Eingang für Reflection of China bildet. Dieses 360-Grad-Kino haben wir uns nicht angeschaut und wird somit bei der Aufzählung der Attraktionen fehlen. Der deutsche Bereich ist so wie alle anderen komplett klischeeüberladen. Wie wir ja alle wissen, ist Deutschland gleich Bayern. Dass dazu auf der Bühne noch live gejodelt wird, macht die Sache dann komplett. Für alle Länderpavillons gilt übrigens, dass dort die Mitarbeiter ausschließlich aus den entsprechenden Ländern kommen. Das alles läuft über das Cultural Representative Program. Auch Italien besteht nur aus Rom und Venedig. Neben Pizza bieten die Shops hier natürlich auch Mode an, wie in allen anderen Bereichen. Im USA-Bereich könnt ihr die amerikanische Kolonialzeit erleben und in The American Adventure Geschichte. In Japan liegt der Fokus neben den Pagoden voll auf Shopping und Entspannung, was auch für Marokko gilt. Auch hier werden landestypische Waren angeboten. Die Inspiration für diese Stadt war übrigens Marrakesch. Der Bereich hier wurde vom König von Marokko gesponsert. Der Bereich Frankreich ist, wie soll es auch anders sein, Paris nachempfunden. Im Hintergrund gibt es sogar den Eiffelturm. Vom Baustil, je nach Region, sehr ähnlich ist der nächste Bereich mit Großbritannien. Pubs und Live-Musik sorgen hier für Stimmung. Zu guter Letzt folgt dann Kanada. Die Hauptattraktion hier ist auch ein 360-Grad-Kino. Auch O Canada haben wir ausgelassen. Wie ihr seht, gibt es hier so viel, dass wir nicht alles geschafft haben. Wir werden auch nicht jede kleine Show hier jetzt auflisten können, aber wollen euch die wichtigsten Fahrgeschäfte nun vorstellen. Beginnen wir direkt mit einem Highlight und das ist Test Track Presented by Chevrolet. Das Ganze ist eine Art Dark Ride Themenfahrt mit Outdoor Part, bei dem man zwischenzeitlich auf 104 km/h Geschwindigkeit kommt. Nachdem man sein eigenes Auto am Computer erstellt hat, kommt es auf die Teststrecke und wird nach Effizienz, Leistung und so weiter geprüft. Absoluter Pflichtbesuch, wenn ihr in Epcot seid und eine der wenigen Disney-Attraktionen mit Single Rider Eingang. Was bei drei Sitzen in den zweireihigen Wagen eine gute Sache ist. Wer es nicht so wild mag, kann auch das 3D-Kino besuchen. Hier läuft Disney und Pixar Short Film Festival. Leider kennt man die Kurzfilme schon aus dem Netz oder als Bonus auf DVDs. Direkt daneben ist der Dark Ride Journey into Imagination with Figment. Eine Mischung aus klassischem und Schwarzlicht-Dark Ride sowie Szenen mit Screens. Ob der Einsatz von Duftstoffen in Furzszenen so toll ist, lassen wir mal unkommentiert. Wenn man bei The Land reinkommt, hat man das Gefühl, man stünde in einer Mall.
Und in dieser Mall gibt es neben Gastro auch drei Attraktionseingänge. Auch hier haben wir eine ausgelassen. Zu Circle of Life, an Environmental Fable, können wir euch nicht mehr sagen. Direkt darunter befindet sich Living with the Land. In dieser 15-minütigen Wasserthemenfahrt geht es quer durch Gewächshäuser, in denen neue industrialisierte Aufzuchtmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere vorgestellt werden. Das Ganze ist aber sehr trocken, was nicht an fehlenden Abfahrten liegt. Zu guter Letzt gibt es hier auch noch ein Flying Theater. Bei Soarin' Around the World fliegt ihr vorbei an den 7 Weltwundern, was zusätzlich mit Wind, Wasser und Duftstoffen unterstrichen wird. Wenn wir schon bei Um die Welt und Wasser sind, geht es direkt zum Findet Nemo Dark Ride. Bei The Seas with Nemo and Friends geht es vorbei an allen wichtigen Szenen und Charakteren aus dem Film. Echte Kulissen und Glass-Screen-Animationen verschmelzen hier zu einem Unterwasserabenteuer, welches auch an echten Aquarien vorbeiführt, die man anschließend auch zu Fuß in Ruhe begutachten kann. Noch ausgedehnter geht das Ganze beim Turtle Track. Epcot ist bekanntlich auf Future ausgelegt, so ist es wenig verwunderlich, dass es hier auch zwei Space-Attraktionen gibt. Zum einen in der allgegenwärtigen silbernen Kugel Spaceship Earth. Wie auch immer das geht, findet in der Kugel mit 50 Metern Durchmesser ein 15-minütiger Dark Ride Platz. Hier wird von der Urzeit beginnend die Geschichte der menschlichen Kommunikation erzählt. Von der Höhlenmalerei über Gutenberg bis in Silicon Valley, um am Ende im Weltall auszukommen. Spaceship Earth ist auch ein Must-Do. Wer mehr Action braucht, geht zum Flight Training bei Mission Space. Im International Space Training Center habt ihr die Wahl zwischen zwei Flugsimulator-Programmen. Die Mars Mission ist die softe Version und die Earth Mission das Hardcore-Programm. Jeder Gast bekommt eine Aufgabe und ist dann Pilot, Engineer, Navigator oder Commander. In den 4-Personen-Kapseln hat jeder seinen eigenen Bildschirm, Joystick und einiges an Knöpfen. Da es sich hierbei um eine echte Zentrifuge handelt, spürt ihr auch echte, intensive, hohe G-Kräfte. Das ist ein Simulator. Wem das zu viel ist, empfiehlt sich ein Besuch in The American Adventure. Diese faszinierende Animatronic-Show führt einen durch die gesamte amerikanische Geschichte. Wobei die Menge und Qualität der Animatronics wirklich beeindruckend ist. Ein Leinwandwasser-Darkride, der durch echte Szenen sehr aufgewertet wird, ist Grand Fiesta Tour starring the 3 Caballeros. Eine schöne Mischung aus mexikanischer Themenfahrt und Disney-Humor. Auch ein Wasser-Darkride ist Frozen Ever After. 1988 eröffnete in Epcot der Wasser-Darkride Maelstrom, der 2014 geschlossen wurde und 2016 als Frozen wieder eröffnete. Auf den 294 Metern können die Frozen-Fans ihren Heldinnen huldigen und alle anderen sich über einen erstklassigen Darkride freuen, der einfach übertrieben gut geworden ist. Der Hype um Frozen, der Weltklasse Dark Ride und die Kapazität von nur 1000 Personen pro Stunde sorgen hier leider noch für sehr hohe Wartezeiten. Aber es lohnt sich. Die Anreise gestaltet sich wie bei den meisten Parks in Orlando recht einfach. Es fahren eigentlich von überall Shuttlebusse direkt zum Busbahnhof Epcot. Ansonsten könnt ihr für $20 Parkgebühr mit dem eigenen Kfz oder Mietwagen anreisen. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Uber zu benutzen oder einfach zu Fuß zu gehen. Letzteres ist tatsächlich quasi nicht möglich, selbst wenn ihr in einem der gefühlten 1000 Disney-eigenen Hotels, Villages oder Camps wohnt. Selbstverständlich gibt es genügend preisgünstigere Varianten in Orlando selbst, vom Motel bis zur Luxusunterkunft ist alles dabei. Der Park hat das ganze Jahr von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Bei Sonderveranstaltungen, wie zum Beispiel Heiligabend, ist der Park sogar bis 22.30 Uhr geöffnet. Wobei das bei Disney immer heißt, dass um diese Uhrzeit erst die Attraktionen schließen. Man wird da eben nicht einfach rausgekehrt. Online bekommt ihr die Tickets in der Nebensaison für $99, an normal besuchten Tagen für $107 und an stark besuchten Tagen für $119. Alle Preise sind hier ohne Tax. Die Preise variieren sehr stark und deshalb bitte unbedingt vor eurem Besuch die Homepage des Parks checken. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Ja, in Epcot steht noch keine Achterbahn. Dies soll sich 2021 mit Guardians of the Galaxy aber ändern. Dafür ist bereits Universe of Energy geschlossen. Trotzdem lohnt auch schon jetzt ein Besuch in Epcot. Vor allem für Dark Ride-Fans. Auf den ersten Blick wirkt die Future-Vorstellung von 1982 im Jahr 2017 sehr trashig und eher unschön. Aber wenn man sich erst einmal reingelebt hat, ist es echt cool. Wir haben uns auf jeden Fall nach unserem ersten negativen Eindruck mit dem Park wieder versöhnt.
Auch stehen hier erstklassige Rides, die beeindrucken können. Uns hat es am Ende doch sehr gut gefallen. Epcot. Wir haben erst gerade mit den Träumen angefangen.